Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind back bei JCC 2020 mit dem 16. Gruppe C, die erste Runde von Tomarius Kölnius, ja. Tommy Köln, ich kann schwer einschätzen, wie es wird. Quali war okay. War okay, I guess. Kein Highlight. Nicht... Schwierig. Er hat eine schwierige Gruppe, finde ich, gerade mit Emi, mit einer Romina, die ich auch stark einschätze, ja. Und auch als eventuellen, nicht Publikumsliebling, aber im Gegensatz zu Tommy Köln könnte ich mir vorstellen, dass sie besser aufgenommen wird in dieser Gruppe. Emi sowieso ganz klar Favorit, einer der Favoriten hier. Wir werden sehen, Freunde, wir schauen rein, let's go. Tommy Köln mit Ich bin. Ja, let's go. Also er fährt halt ziemlich genau denselben Style wie in der Quali. Wenn ich drüber sing, dann fühle ich mich frei. In dem Moment gestehe ich mir ein. In dem Moment gestehe ich mir ein. Vor den Spiegel gestellt, betrachte ich mich selbst. Es dauert einen kleinen Moment. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Bis ich erkenne, ich bin wie ich bin. Oha, das fühle ich. Und nehme mich so, wie ich nun bin. Auf Sneaky hier noch einen von diesen Android AirPods im Ohr, wo man die Musik hört. Es ist ein bisschen zu einschläfernd, muss ich dazu sagen. Ich fühle den Style und die Message dahinter auf jeden Fall. Die Message fühle ich sehr. Muss ich sagen. Ich bin, wie ich bin. Aber ein bisschen zu einschläfernd. Ich nehme mich so, wie ich nun bin. Okay, ja. Wie ich nun bin. Bin ich bereit? Ich fühle mich stark, ich fühle mich frei. Wenn ich drüber sing, dann wird es mir klar. Der Moment ist endlich da. Der Moment ist endlich da. Ja, aber vor den Spiegel gestellt. Es halt ein bisschen wenig Inhalt so. Also ich find die Message gut, okay. Aber es ist zu monoton und zu einschläfernd auf Dauer, in my opinion. Betrachte ich mich selbst. Ist halt auch einfach vielleicht nichts, was ich mir so privat jetzt pumpen würde. Es dauert einen kleinen Moment. Würde ein bisschen komisch kommen in der Playlist, wo irgendwie 187 ist, Haftbefehl, Kollege und dann kommt so kurz Tommy Köln dazwischen. Ah, schneidet sich ein bisschen. Bis ich bin, wie ich bin. Ist ein chilliger Song, aber zu chillig. Für mich jetzt. Wie ich nun bin. Wie ich nun bin. Ich bin, wie ich bin. Und nehme mich so. Okay, jetzt langsam fuckt es mich ab. Jetzt langsam fuckt mich dieses Ich bin, wie ich bin ab. Es war vielleicht zweimal zu viel am Ende jetzt. Und nehme mich so, wie ich nun bin. Wie ich nun bin. Okay. Es war gar nicht schlecht.
gar nicht schlecht, Mann. Ich will mich jetzt nicht über ihn lustig machen. Aber es ist meiner Meinung nach zu wenig Text gewesen und zu viel so wie ich bin oder ich bin wie ich bin. Ich finde die Message aber sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Inhaltlich, auch wenn es zu wenig Text war, meiner Meinung nach, war das, was in diesen wenigen Worten drin verankert war, not bad. Die Aussage, die Message dahinter ist sehr gut. Ich würde direkt schon mal 10% geben für den Kameramann, der die ganze Zeit rückwärts gelaufen ist und nicht einmal irgendwie krass gewackelt hat und nicht einmal hingefallen ist oder whatever. Also 10% für den Kameramann. Hoffe ich, möchte ich schon mal jetzt von Julian hören. Ansonsten zu einschläfernd, zu oft wie ich bin am Ende, dass es mich slightly abgefuckt hat. Aber trotzdem eine gute Message, gute Stimme. Aber alles in allem zu wenig ein bisschen. Zu wenig ein bisschen. War immer noch ein bisschen auf, wie nennt man das? Er hat noch ein bisschen zu sehr auf die Bremse getreten. In my opinion, so. Ja, er hätte ein bisschen mehr Gas geben sollen vielleicht in der Gruppe. Weil die Gruppe ist nicht einfach. Die Gruppe ist strong, Alter. Deswegen, schwierige Nummer. Aber trotzdem, not bad, aber nichts, was ich mir jetzt noch einmal anhören würde. Sagen wir so, ja. Sagen wir es einfach so, wie es ist, Freunde. Lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren, da ich würde persönlich sagen, wir beide, du und ich, wir haben morgen noch mal eine Verabredung, wir sehen uns, habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.